Los geht's. Wieder Shibuya, wieder rückwärts. Aber diesmal die lange Variante. Ich bin super gestartet. Gleich mit deinem Mauerkuss. Aber wieder vorbei. Dann kommt die lange Gerade. Dann kann ich auch einmal schauen, wie schnell der Wagen wird. Würde mich ja schon interessieren. Okay, 22. 30. Und fast 10 Sekunden Vorsprung. Und gut 240 auf dem Tacho. War gut. Und damit gehört ein weiterer Wagen mir. Erst jetzt ist er übers Ziel gekommen. So, Exit. Nochmal Exit. Und der D-Speed Altesa RS 200 gehört jetzt auch mir. Und damit liege ich bei 31 Wagen. So, wo haben wir noch einen? Hier. Ein TT. Den ich ja sowieso gerade ausgerüstet habe. Manual Transmission. Der. Der üblicherweise auch bei Gruppe B denn mitmacht. So einigermaßen gut durch die Kurve gekommen. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit liegen lassen. Aber zumindest habe ich genug Vorsprung, dass ich das über das Ziel retten kann. Auch wenn ich gehopst bin. Aber das reicht. Und Exit. Okay. Dann geht's noch zu Rotary Run Racing.
Und da könnte ich den Wagen auch freischalten. Und dann müsste ich bei 32 Wagen liegen. Wenn ich richtig gerechnet habe. Wieder Monaco. Wieder rückwärts. Aber diesmal die B-Variante. Locker bleiben. So fahren wir sonst auch immer. Damit meinte ich nicht so. So fahre ich nicht immer. Meine Chance ist noch da. Durch ein gewagtes Überholmanöver vorbei. Am Eric 7 mit seiner noch diese Kurve gut bremsen. Ich glaube, man kann das so als gut bezeichnen. Doch, ich würde sagen, als nicht allzu schlecht. Also, geschafft. Und ein weiterer Wagen gehört mir. Und zwar der Rotary Run Racing Savannah RX7 Infini 3. 32 Wagen. Von 87. Sehr gut. So. Als nächstes werde ich mir mal den Nissan 180 S6 kaufen. Den habe ich nämlich auch oft gesehen. Danach gehört, glaube ich, noch der RS200 dazu aus der Altesa. Genau hier 180 S6 und der Silvia gehört, glaube ich, auch noch dazu. Sind auch alle in einem Bereich, wo man sie noch gut leisten kann. Ja, wechseln. 33 Wagen von 87. Ja, die Garage wächst und wächst. Langsam, aber stetig. Duelle. Bei Abflug kann ich einmal fahren, bei... Und bei Wahres Konzept kann ich einmal fahren. Ich dachte, man könnte mehr Rennen mit dem 180 S6 fahren. Na egal. Ah, hier. Gegen ein Silvia. Aber man sieht die Strecke nicht. Kann auch sein, dass sie jedes Mal ändert. 205 PS. Ja, ich nehme ihn in Schwarz diesmal. Surface Paradise A2, okay. Warum nicht? Bis 7000 beschleunigt er einigermaßen gut, danach hat er Probleme. Vom Handling her ist 180 S6 in Ordnung. Kann ich jetzt wirklich beklagen.
Platz zum ungünstigsten Zeitpunkt. Naja, gut, dann nochmal. Absolut ungünstig gewesen, schade. Ich denke, ich auch ein 5-Gang-Getriebe haben. Sehe ich auf echte Kraft. Der 180 FX war mehr oder weniger ein Vorgänger der heutigen Silvias. Seit der vorherigen Silvias und beziehungsweise beim Parallelmodell. Ich denke, die bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte zumindest, die bauen auf der gleichen Familie auf. Bei Gran Turismo konnte ich die Silvias und die 180 S6 dann jeweils bei denselben Events fahren. Und alles offenbar egal. Gut, also gewonnen. Der war echt schnell. Der Silvia ist echt gut. Nur so ein Schwellenauto. Abflugdesign Paul Silvias Space Air. Sehr gut. 34 Wagen. So langsam aber sicher lässt sich sehen. So, wahres Racing Konzept noch. Gegen ein Altezza, so wie es aussieht. Ja, ein Altezza RS200. Habe ich richtig gesehen. Dann schauen wir mal, ob ich gegen den Altezza bestehen kann. Los geht's. Spuja C-Variante vorwärts. Würde ich jetzt mal so behaupten. Zum Handling viel besser als der TNT. Der Anzeiger hat nicht gelogen. Aber es ist noch lustig, dass ich bei den Duellen immer nur eine Runde fahren muss. Dann bei Gruppe B, Gruppe C, Gruppe A rennen, dann jeweils nur zwei Runden. Also ob sie nicht stolz auf ihre Strecken wären. Na gut, mit 10 Strecken und allen noch rückwärts befahrbar ist die Auswahl doch ziemlich mager. Naja, immerhin ist sie da. Gut, also, dieses Rennen auch gewonnen, fast die Bestzeit erzielt, aus dem Stand heraus, wobei die andere Zeit wahrscheinlich auch aus dem Stand heraus gewesen sein wird, so wie es aussieht. Gut, also, der Altezza ist jetzt auch im Ziel.
und Exit. Und dann war das Racing-Konzept Altezza RS200 freigeschaltet.